begrüße euch zu einem neuen Video. Ich wurde heute gefragt, ob ich mal ein Video, ein Tutorial machen könnte zu den Paperclips, die ich in meinem letzten Craft-Update gezeigt hatte. Da habe ich ja diese Embellishment-Box gezeigt, wo quasi so verschiedene Deko-Sachen drin sind. Und da waren ja auch diese Schleifen mit drin, diese Paperclips, die ich da gemacht habe. Und ich möchte euch in meinem Video zeigen, wie ich den Paperclip gemacht habe, wie ich das quasi zusammengesetzt habe. Ich habe dort eine Stanze verwendet von Lawn Fawn, und zwar ist es diese hier, wo man diesen kleinen Osterkorb machen konnte. Da ist ja dann diese Schleifenstanze mit dabei. Ich habe das jetzt schon mal ausgestanzt. Für alle, die aber diese Stanze nicht haben, zeige ich euch gleich, wie man solche Schleifen auch selber machen kann. Ich setze jetzt aber erstmal diesen Paperclip mit dieser Schleife hier zusammen, dass ihr seht, wie ich das gemacht habe. Ihr müsst hier erstmal das Papier so ein bisschen wellen, weil es ja dann so zusammengesetzt wird. Und dann nehmt ihr euch einen Paperclip, beziehungsweise eine Büroklammer, so nennt man das ja hier bei uns, ne? Und dann macht ihr einfach auf die Innenseite ein bisschen Kleber. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. So ein bisschen Kleber und klebt das dann hier mittig zusammen. So. Und jetzt so, genau. Klebt das dann mittig zusammen. Und bei Flüssigkleber müsst ihr halt einen kurzen Moment warten und ein bisschen drücken, bis das dann halt richtig klebt. Die Paperclips hier habe ich mit doppelseitigem Klebeband gemacht. Also ihr könnt das mit verschiedenen Sachen machen. Ihr könnt dazu auch Glue Dots verwenden. Das ist eigentlich völlig euch überlassen, wie ihr, mit welchen Klebemitteln ihr dann am Endeffekt die Schleife zusammensetzt. Und wenn das Ganze klebt, dann habt ihr hier unten noch diese Lasche dran. Die klebt ihr dann, faltet ihr dann hier einmal drumherum. So, und dann nochmal. So, so sieht dann quasi die Schleife von vorne aus. Und diesen kleinen Nüppel, der hier ist, den schiebt ihr durch das obere Ende von eurer Büroklammer so durch. So. Und macht jetzt da unten erstmal, haltet die Büroklammer am besten so, macht da unten ein bisschen Kleber dran an diesen Nüppel, der jetzt da halt übersteht. Und klebt das Ganze dann fest. So, dann sieht das Ganze schon mal so aus. Ihr könnt das jetzt auch so lassen, könnt das ja noch dekorieren mit irgendwie Glitzersteinchen oder sowas. Aber ihr habt ja dazu jetzt noch den zweiten Teil von der Schleife und da macht ihr euch hier in der Mitte einfach so ein bisschen Kleber dran und klebt das Ganze dann relativ mittig. Also was heißt relativ mittig? Es muss schon mittig sein, weil man sonst ja den hinteren Teil der Schleife zu sehr sieht. Moment. So, und dann, wenn das Ganze dann zusammengesetzt ist, sieht das so aus. Und ihr könnt euch das Ganze dann hier in der Mitte noch so ein bisschen dekorieren oder lasst das so oder macht ein bisschen Glitzer drauf oder, ja, genau. So habe ich jetzt die Paperclips zusammengesetzt. Und jetzt zeige ich euch, wie man solche Schleifen noch machen kann, wenn ihr diese Stanze nicht habt. Dazu braucht ihr, wenn ihr es habt, aber ich denke mal, das haben wirklich einige von euch, das Envelope Punchboard, das ist ganz, ganz wichtig. Und das legen wir aber nochmal ganz kurz zur Seite. So, und dann nehmt ihr euch eure Schneidemaschine, schneidet euch jetzt mehrere Streifen ab. Einmal einen Streifen in 3 cm, ihr könnt den aber auch, nee, wartet mal, wir schneiden den jetzt einfach mal in 2,5 cm ab, um einfach mal zu gucken. Das ist jetzt mal auch mal so ein Test für mich, wie das dann im Endeffekt aussieht. Also 2,5. Dann muss ein Streifen 10 cm sein. Und der andere Streifen ist dann bei einem 6x6 Inch Papier 5 cm. Also nicht ganz, sondern 5,2. Und diesen 2 mm Streifen, den könnt ihr euch dann abschneiden. Genau, den tut er weg. Und dann braucht ihr den gleichen Streifen nochmal, nämlich wieder 2,5 Länge
Und dann 0,5 Breite. Also das ist dann wirklich hier nur so ein ganz kleiner Nippel, den er da braucht. Und den Rest vom Papier könnt ihr dann zur Seite tun. Genau, und eure Schneidmaschine kann dann auch wieder weg. Die braucht ihr nicht mehr. Und dann habt ihr jetzt geschnitten einen Streifen in 10 cm Länge und 2 cm Breite. Einen in 5 cm Länge und 2 cm Breite. Und einen, der ist 2 cm hoch und 0,5 cm breit. So, und jetzt kommt euer Envelope Punchboard zum Einsatz. Ich denke mal, einige von euch werden das haben. Und dann geht die Panscherei auch schon los. Ihr nehmt euch jetzt den 10 cm langen Streifen und legt den genau mittig an, also bei 5 cm. Puncht auf der einen Seite, dreht das Ganze rum und puncht wieder auf der anderen Seite. So, dann sieht das Ganze so aus. Und dann punchen wir uns die Ecken und ihr habt bei dem Envelope Punchboard, habt ihr ja hier innen drin dieses Metallteil, wo was quasi eure Ausstanzung macht. Und dann habt ihr hier links eine Kante und da auch rechts eine Kante. Und ihr nehmt jetzt euer Papier, euren schon gepanschten Streifen, legt den mit der Kante an die linke Kante an, bis nach ganz hinten und dann an die linke Kante. Und dann punchen, das sieht dann so aus. Und mit der anderen Kante legt ihr das dann auf die rechte Seite und puncht. Dann sieht es so aus. Ein bisschen schief, aber das ist nicht so schlimm. Das sieht man auch im Endeffekt nicht mehr, aber ich zeige euch gleich warum. Denn wenn ihr das jetzt nämlich nicht puncht, erstmal müsst ihr, bevor ihr das alles zusammensetzt, wieder euer Papier so ein bisschen biegen. Wenn ihr das jetzt nämlich nicht puncht, sieht das auf der einen Seite so aus und auf der Seite quasi so. Und das funktioniert ja nicht. Also, wieder das Gleiche. Punchen auf der einen Seite, punchen auf der anderen Seite. Und dann könnt ihr das hier weglegen. Dann sieht das Ganze so hier aus. Und das ist schon ganz richtig, weil wenn ihr es dann nämlich zusammenklebt, sieht es so aus. Und ich denke mal, so soll es auch aussehen, dann im Endeffekt für die Schleife. Und dann nehmt ihr euer 5 cm langen Streifen und legt den genau mittig, versucht es zumindest, genau mittig in die Öffnung rein und puncht auf der einen Seite. Das sieht dann, oh, ich habe das überhaupt gar nicht mittig gemacht, egal. Und puncht auf der anderen Seite. So, auch nicht mittig, seht ihr? Ich habe total einen Knick in der Optik. Aber es sieht dann so aus, nicht mittig, aber ja, okay, gut. Es ist ja auch nur, um euch zu zeigen, wie das dann gemacht wird. Und dann nehme ich jetzt zum Zusammenkleben mein doppelseitiges Klebeband. Genau, das ist dieses hier. Und da mache ich mir jetzt hier in der Mitte. Ich mache mir immer hier so ein bisschen Klebeband und da so ein bisschen. So, dann kann das auch schon wieder weg. Und dann könnt ihr euch das ja ablösen. Die überschüssigen, oh, mein Magen knurrt. Das hier abmachen und hier auch die Schutzfolie abziehen und beiseite tun. Und die überschüssigen Kleber dann hier rum. Und dann klebt ihr das Ganze. Müsst halt aufpassen, dass das ziemlich mittig ist. So, genau. Und das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt kommt euer kleiner Streifen zum Einsatz. Den könnt ihr dann hier quasi einmal rumkleben. Dann sieht das nämlich nicht mehr ganz so blöd aus. So, genau. Und das sieht dann so aus. Und dann gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr das hier an Seiten so ein bisschen eingedrückt habt. Dann fahrt ihr hier einfach mit dem Bleistift und biegt euch die Ecken nochmal so ein bisschen rund. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann nehmt ihr hier euren. Achso, das müssen wir ja auch noch. Muss man das auch noch punchen? Das bin ich gerade am Überlegen, weil wenn ich das jetzt hier nämlich so draufsetze, das geht ja gar nicht. Moment, ganz kurz. Ich teste jetzt mal ganz kurz was.
So, und bevor ihr jetzt genau das macht, was ich euch sage, nein, ich habe mir jetzt nochmal einen anderen Streifen zurechtgeschnitten und ihr müsst das dann quasi hier auch mittig punchen, also bei 2,5 cm auf beiden Seiten. Und ich punche das jetzt nicht wieder mit dem Envelope Punchboard, weil ich irgendwie einen Knick in der Optik habe. Ich schneide mir jetzt hier einfach so ein kleines Fähnchen rein. Einmal. So, und nochmal, und das mache ich auf beiden Seiten. So, genau. Dann sieht es nämlich nicht ganz so blöde aus. Und wenn ihr das dann hier zusammensetzt, so, dann nehmt ihr euch dann wieder ein bisschen doppelseitiges Klebeband, klebt das hier dann in der Mitte drauf. So, das kann dann weg. Und dann löst ihr euch hier wieder die Schutzfolie ab. So. Und das Überschüssige könnt ihr euch dann hier hochmachen und klebt euch das dann hier drauf. So. Und um das Ganze jetzt an einem Paperclip zu befestigen, also die ist jetzt wirklich relativ groß, da würde ich euch dann lieber die großen Paperclips empfehlen, nämlich diese hier. Einzelner da, ja, genau. So, da würde ich euch ja nämlich die großen empfehlen, weil dann sieht das nämlich nicht ganz so blöd aus. Und da könnt ihr dann das zum Befestigen einfach nochmal entweder so einen Streifen Papier machen oder ihr macht den Streifen Papier hinterher drumherum und macht es dann fest oder nehmt einfach ein bisschen Heißkleber und klebt es euch dann hier oben fest. Ich kann euch das jetzt mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr das mit einem Papierstreifen festklebt. Da brauche ich aber noch mal ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Da löse ich mir jetzt noch mal die Schutzfolie ab. Und dann nehmt ihr euren Paperclip und haltet den hier hinten dran und klebt das dann einfach da hinten rein. So, und dann habt ihr die Schleife auch am Paperclip befestigt und habt im Endeffekt genauso einen Paperclip, so wie ich sie gemacht habe. Also wie gesagt, ihr könnt das einmal mit einer Stanze machen oder macht euch halt selber eine Schleife mit dem Envelope Punchboard. Das ist relativ euch überlassen. Ich habe jetzt hier einen riesen Chaos angerichtet, nur wegen der Schleife basteln. Das ist fantastisch. Ja, aber ich hoffe, dir hat das Video gefallen, das du dir gewünscht hast. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Videowünsche habt, dann einfach immer raus damit. Ich werde gucken, wie ich das denn umsetze, ob ich es umsetzen kann oder nicht. Aber das war jetzt hier sehr spontan. Aber das ist ja auch okay. Von daher, ja, genau. Hoffe ich einfach, dass dir das Video jetzt gefallen hat und du damit ein bisschen was anfangen kannst. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.